Oh, scheiße, was haben Sie denn hier gemacht? Der hat sich hier festgefahren und ist Ja. hochgesprungen und dann habe ich den versucht wieder runterzuschmeißen an Ja. den Baum und dann ist er auf mich drauf gelandet. Ach, Herr Jemine, ja. Puh. Ja. Was machen wir denn da? Wie geht's Ihnen denn? Markus? Der Sound bildet muted. nicht so gut. Nicht so Wurde gut. von einem LKW erschlagen. Ja, dann kann es einem schon mal scheiße gehen. Dann ziehen Sie sich doch mal aus, dann gucke ich mir das an. Bitte alles in den Laster oder so legen. Nicht auf den Boden. Sonst kommen die Wühlmäuse. Ich habe einen großen Rucksack. Ach, sehr gut. Ja, dann legen Sie doch den Rucksack ins Fahrzeug. Ja, sehr gut. Schön. Dann legen Sie sich mal hin, dann gucke ich mir das an. Ach je. Ja, das sieht gar nicht gut aus, Meister. Das sieht überhaupt nicht gut aus für Sie. Was passiert? Ja. Ja, scheiße, Sie wurden von einem Laster erschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da noch helfen kann. Puh. Ja, was glauben Sie denn, was ich da noch tun kann? Pflaster und ein paar Schmerzmittel, vielleicht Pflaster irgendwie und ein paar was haben. Schmerzmittel, nachdem ein Laster auf Sie draufgefallen ist. Oh, nee, 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 da, ich glaube, das reicht nicht. Nee, nee, nee. Ein Kummerkissen könnte ich Ihnen anbieten. Was für ein Kissen? Ein Kummerkissen. Was ist das? Kennen Sie nicht? Nee, ich bin Linda, ich bin gar nichts. Also, ja, kein Problem, das erkläre ich Ihnen kurz. Also das Kummerkissen ist ein spezielles Kissen, das ich Ihnen so lange ins Gesicht drücke, bis Sie keine Schmerzen mehr haben. Nie wieder. Ja. Nein, immer nicht, nein. Ach, na kommen Sie schon, haben Sie sich nicht so. Ich bin Es war kein Arzt, vertrauen Kummerkissen. Sie mir. Nein, immer nicht. Okay, ja. Sie wissen schon, dass Sie dann nie wieder Schmerzen haben, oder? Ja, Oder? aber dann bin ich tot. Ach so, ja. Das ist eine kleine Nebenwirkung des Kummerkissens. Ja. Ja. Ja, du brauchst das Kummerkissen noch nicht. Ja, nee, brauchen tun wir das nicht, aber das würde Sie von Ihren Schmerzen erlösen, wissen Sie? Nee, ich hab lieber meine Schmerzen. Ja, wenn Sie das lieber so hätten. Gut, kann ich denn sonst noch was für Sie tun? Der ja, was gegen meine Schmerzen tun, vielleicht Schmerzmittel. Ja, Schmerzmittel. Oh, nee, sowas habe ich nicht. Tut mir leid. Ich dachte, den Arzt. Ja, der Beste. Merken Sie sich das. Wieso haben die dann keine Schmerzmittel? Ich habe ein Kummerkissen, das reicht in den meisten Fällen. Ja, da hätten wir auch nicht wiederbeleben müssen. Ja, gut, ich wusste ja vorher nicht, wie schwer Sie verletzt sind, ne? Aber nachdem Sie mir das erzählt haben, wie das ein Laster auf Sie draufgefallen ist, tja, da habe ich keine Wahl. Nee, nee, nur so ein kleiner Reifen ist uns aufgefallen. So Nur ganz so kleiner, ein. so ein Lichtschlag. Das sind riesengroße Reifen mit furchtbar viel Gewicht. Das nennen Sie Nein, klein? nein, nur so ein Rücklicht ist auf meinen Kopf gefallen. Ach, nur so ein Rücklicht ist Ihnen auf den Kopf gefallen. Aber da hängt noch ein ganzer Laster hinten dran an dem Ja. Rücklicht. Das wissen Sie doch. Nee, das so Rücklicht habe ich vorher. Das ist abgefallen, das ist dann wieder hochgeflogen, glaube ich, oder keine Ahnung. Ach Das so. ist nur kein Kummerkissen. Ach so, okay. Ja, Mensch. Also gegen die kleine Beule von dem Rücklicht könnten wir natürlich was machen. Ja, okay. Ja, da haben Sie ja nochmal Glück gehabt. Ja. Ja, na gut, dann stehen Sie mal auf. Oh, das klappt ja super. Ja, Sie stehen noch ganz gut. So schlimm war es ja wirklich nicht. Tja, ich könnte Ihnen da so ein paar Slip-Einlagen unter die Achseln legen. Okay. Ja,
Das hilft zwar nicht gegen Schmerzen, aber das hilft gegen Schweißgeruch. Ja. Sehen Sie? Ja. Gut, dann schön schnell die Arme runter. Ja, geht doch. Oh, kann ich sonst noch was für Sie tun? Nee, glaub nicht. Glauben Sie nicht? Ja, war das mit Ihrem Fahrzeug? Ich glaube, das muss jetzt runterfahren. Dann müssen Sie runterfahren. Ja, meinen Sie, die kriegen das hier aus dem Urwald raus? Glaub schon. Ich hoffe es mal. Ja, das hoffe ich auch. Sonst müssen Sie gleich wieder nochmal kommen. Ja, das wollen Sie nicht, sonst komme ich mit dem Kummerkissen. Versprochen. Nein, tschüss. Ja, viel Erfolg, machen Sie es gut. Und halten Sie sich von Bäumen fern. Ja. Gut. Eieiei. Ei, ei.